Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht mal hier an einem anderen Ort. Und zwar habe ich mir etwas gekauft und das wollen wir heute etwas näher anschauen. Und zwar dieses Teil hier, den DJI Ronin SC. Und wir wollen mal schauen, was hier so alles mit dabei ist und was man mit dem Teil so alles machen kann. Los geht's wie immer nach dem Intro. Der DJI Ronin SC ist ein Gimbal. Ich habe ihn hier drüben stehen. Im Koffer ist neben dem eigentlichen Gimbal, den ich hier bereits aufgebaut habe, noch zusätzlich hier in meinem Set der Fokusmotor. Ich habe hier die Pro-Version in meiner Box drin. Ohne Pro-Version habt ihr diesen Fokusmotor hier nicht mit drin und diesen Fokuspuller, den ihr hier auf der Seite vom Ronin SC seht. So, legen wir mal den Koffer zur Seite und wir schauen uns mal das Gerät etwas näher an. Der Ronin SC ist ein leichter, handlicher Gimbal mit einer Zuladung von 2 Kilo. Die Batterie, den ihr hier unten seht, dieser untere Teil ist der Batteriegriff. Hier auf der Seite habe ich hier die Möglichkeit, meine Ladung anzuzeigen. Die Batterie hält etwa 11 Stunden. Das kann ich noch nicht so bestätigen, weil ich habe ihn noch nicht so lange gebraucht. Das Gerät wird geliefert in 3 Teilen zerlegt. Einmal hier dieser Fuß, den ich dann hier drauf schrauben kann auf den Batteriegriff. Der Batteriegriff selber und der hier oben gelöst wird und einfach so draufgeschoben und der eigentliche Gimbal hier, der obere Teil hier von meinem Ronin SC. Ich habe hier auf der Seite noch ein Zusatzteil montiert und zwar hier vom Small Rig eine Montageplatte. Mit dieser Montageplatte, die ist auch nicht im Inhalt vom Standardpaket enthalten, kann ich hier ein solches Zubehör auch von Small Rig drauf montieren. Mit dem kann ich dann hier, wenn ich das hier drauf schiebe, hier unten meinen Monitor, meinen Ninja V Recorder, der hier vorne steht und im Moment aufzeichnet, montieren. Ich habe aber auch die Möglichkeit, hier diese Platte hier, dieses Teil hier zu montieren. Mit dem kann ich dann hier diese Handyhalterung drauf montieren. Was das mit dieser Handyhalterung drauf hat, schauen wir uns gleich nachher an. Wenn ich den Gimbal hier montiert habe, kann ich die Kamera draufschrauben. Mit dabei sind hier 2 Platten. Hier für die kleine Kamera mit dem großen Objektiv ist hier eine Zusatzplatte, die auf die eigentliche Montageplatte geschraubt wird. Vorne hat es noch diese Objektivhalterung hier mit dabei, die auch montiert wird. Und wenn ich dann das Ganze so draufgeschraubt habe, kann ich dann anfangen, hier den Gimbal zu justieren. Vorteil beim Ronin SC ist hier, dass ich hier oben, man sieht es hier, oder auch hier unten, sieht man, sind diese kleinen Schlösser hier, mit denen kann ich hier das Ganze arretieren und ich kann jetzt hier jede Achse einzeln justieren. Ich fange am besten oben an, löse mir diese Achse hier oben und wenn das Ganze, die Kamera sich nicht mehr nach vorne oder hinten bewegt, sondern still steht, das ist jetzt hier in meinem Fall der Fall, ist die Kamera okay ausjustiert. Auch hier oben muss das Ganze hier in 45 Grad etwa stehen bleiben. Wenn das so der Fall ist, ist diese Achse hier okay justiert. Dann kommt die zweite Achse, nämlich diese hier nach rechts und nach links. Auch diese muss hier einfach so stehen bleiben, wenn ich nichts mache. Also die Kamera darf nicht nach rechts oder nach links klippen, es sei denn, ich gebe hier an. Auch das hier ist hier in meinem Fall der Fall.
schalten wir das aus und nachher kommt noch die letzte Achse, nämlich diese unten. Ich löse diese hier hinten und wenn ich dann die Kamera den Griff hier so nach rechts und nach links bewege, sollte die Kamera sich nicht entsprechend hier drehen. Ist das der Fall, habe ich alle drei Achsen sauber justiert. Und ich kann den Ronin SC jetzt zum ersten Mal einschalten und wir öffnen hier auf meinem iPhone die Ronin App. Wir sehen jetzt hier, der Ronin SC ist nicht connected. Ich löse hier mal alle Achsen, so und so und so. Wenn diese Achsen gelöst sind, dann schalte ich hier drüben mit diesem Power-Button den Ronin ein und mit einem Bling kommt er hier rein und man sieht dann auch, das Gerät ist jetzt voll eingeschaltet. Ich kann jetzt hier nicht mehr bewegen, er hält dagegen. Als nächstes kann ich hier noch ein Tutorial anschauen auf meinem Handy und dann schauen, ob ich das gut ausjustiert habe. Das lasse ich jetzt hier weg. Als zweites kann ich hier die Motorparameter automatisch anpassen. Dann fragt er mich, wie sie das automatisch anpassen. Dann fängt das Gerät hier etwas an zu wackeln. Man sieht das hier. Und die Prozentzahl läuft hier nach oben und die automatische Anpassung läuft hier automatisch durch. Wenn das dann auf 100% ist, hat sich das Gerät hier automatisch einjustiert. Eine weitere Funktion ist hier oben die Sleep-Funktion. Die kann ich auch hier über den Power-Button. Wenn ich hier den Power-Button kurz drücke, dann seht ihr das, geht der auf Wake und der Gimbal ist jetzt hier im Sleep-Modus. Ich könnte jetzt hier etwas nachjustieren, wenn hier etwas nicht stimmen würde. Wieder kurz drauf drücken, geht er wieder automatisch in den Einschaltmodus. Ich schalte mal hier noch die Kamera an. Dann habe ich hier unten, das ist jetzt nur bei meinem Set hier mit dabei, diesen Fokusring oder Zoom. Hier in meinem Fall, weil ich hier ein G-Objektiv von Sony habe, das hier automatisch hier einen elektronischen Zoom hat. Hier sieht man das, kann ich das hier über dieses Rad hier zoomen. Ich kann hier das automatisch zoomen. Ich zeige das euch mal hier in der Kamera. Drehen wir mal den Gimbal so um. So. Und ihr seht jetzt hier, wie das hier der Zoom rein und raus fährt, wenn ich hier am Rad drehe. Das funktioniert einfach nur mit elektronischen Zoom-Objektiven, wie hier dieses G-Objektiv. Die normalen Objektive, die hier einen Drehring haben, da muss ich dann meinen Zusatzfokusmotor montieren und das dann über diesen regeln. Ich drehe mal hier wieder um, um den Gimbal auszurichten. Wenn er hier mal so scheps krumm steht, kann ich hier vorne unter meinem Finger zweimal drücken, dann wird er wieder ausgerichtet. Wenn ich hier dreimal drauf drücke, dann wechselt er hier in den Selfie-Modus, zweimal wieder nach vorne in den ausgerichteten Modus. Wir schauen uns nun mal hier die verschiedenen in der App die verschiedenen Sachen an. Hier auf Create habe ich hier Aufnahme. Hier habe ich im Prinzip so einen Joystick, wie ich ihn auch hier unten am Gerät habe. Also analog dem, was ich hier machen kann, nach oben, nach unten drehen und so weiter. Das kann ich auch hier drin machen. Ihr seht, er dreht dann schön rum. Mit Recenter kann ich ihn wieder auf Mittelpunkt setzen. Das ist genau das gleiche wie der Doppelklick. Dann Active Track. Da kann ich das Handy hier oben mit diesem Set hier oben montieren. Ich zeige euch mal schnell ein Video, wie dieser Active Track funktioniert. Da seht ihr, wie das hier automatisch der Person, die ich hier Active Track folgt, ist analog dem, was man eigentlich von den DJI-Drohnen kennt. Hier funktioniert das einfach nur mit dem Handy oberhalb der Kamera montiert.
Dann eine weitere coole Funktion ist dieses Force Mobile. Wenn ich das hier zuschalte, dann kann ich hier die Kamera nach oben, nach unten regulieren, indem ich hier mein Handy entsprechend drehe und das funktioniert sehr wunderbar gut. Dann hier die Panorama-Funktion. Hier habe ich die Möglichkeit, oben den Sensortyp auswählen. Das ist bei mir ein APS-C-Sensor, weil ich hier die 6300 Alpha von Sony drauf habe. Und die Brennweite ist jetzt hier 18 eingestellt. Das ist meine Minimalbrennweite, die ich hier an meinem Objektiv eingestellt habe. Ich kann hier die beiden Punkte wählen. Diesen links oben und dann den rechts unten. Den habe ich jetzt so eingestellt. Dann werden hier 4x3 Aufnahmen erstellt. Wenn ich dann hier unten auf den Knopf drücke, startet die Kamera, die Aufnahme. Dann haben wir die Möglichkeit, hier Zeitraffer zu machen. Was ein Zeitraffer ist, das denke ich, kennt ihr. Hier kann ich das Intervall einstellen und die Aufnahmelänge und wie viele Frames pro Sekunde ich haben möchte. Dann rechnet er aus, es gibt 180 Fotos. Ich habe hier ein Intervall von einer Sekunde, eine 3-sekündige Aufnahmelänge und 60 Frames pro Sekunde. Das gibt 180 Fotos insgesamt. Die Aufnahmezeit dauert 3 Minuten. Das ist das, was man auch kennt von anderen Kameras und anderen Apps, die man für Zeitraffer verwenden kann. Eine weitere interessante Funktion ist hier die Zeitraffer-Funktion, die bewegt ist. Ich kann hier einen Punkt einsetzen und einstellen, wie viel das Intervall ist. Also hier in meinem Fall habe ich jetzt auch eine Sekunde eingestellt. Das kann ich hier über das Antippen einstellen. Die Aufnahmelänge ist 15 Sekunden und 24 Frames pro Sekunde. Dann rechnet er aus, wie viel er von Punkt 1 bis Punkt 2 braucht. Das sind jetzt hier in meinem Fall 360 Fotos mit einer Aufnahmezeit von 6 Minuten. Dann haben wir hier noch das Verfolgen. Hier kann ich einstellen von Punkt 1 zu Punkt 2, zu Punkt 3, zu Punkt 4. Dann fährt die Kamera entsprechend diese Punkte ab. Unten kann ich einstellen, wie lange das dauern soll. Und zum Schluss habe ich hier noch die Kameraeinstellungen. Hier kann ich einstellen, welche Kamera ich habe. Ich habe jetzt hier die Sony. Die ist übrigens hier oben mit dem Kabel und hier unten mit dem Gimbal verbunden. Das Ganze ist jetzt hier die Zoom-Geschwindigkeit, habe ich hier auf schnell eingestellt, sodass das hier schön mit dem Ganzen hier zoomt. Gehen wir noch zurück zum User-Profil. Hier habe ich das User-Profil drin. Hier seht ihr auch diese drei Einstellmöglichkeiten, die M1, die M2 und die M3. Anhand dem, was hier drin steht, kann ich das hier einstellen. Und wenn ich das hier, ich zeige euch das mal hier, wenn ich das hier in der App wechsle, wechselt das auch hier oben am Gimbal. Ich habe jetzt hier bei diesem auf dem 1 habe ich hier Pan und Tilt Follow, das heißt, er folgt zwei Achsen dem Ganzen und das Ganze ist, die Geschwindigkeit ist hier auf niedrig eingestellt. Wenn ich das mal auf hoch wechsle, dann seht ihr, dann kippt der Gimbal viel stärker und viel mehr. Ich stelle das wieder mal auf niedrig ein und der manuelle Schwenk, das ist hier auch noch eine interessante Funktion. Hier in meinem Fall ist das auch off. Wenn ich hier Pan and Tilt einstelle, dann seht ihr, kann ich hier das Ganze manuell bewegen. Also der Gimbal lässt zu, dass ich das manuell hier drehe. Wenn ich das wieder ausschalte, dann seht ihr, hat er keine Lust hier, das hier zu akzeptieren, was ich hier einstelle. Im User-Profil 2 kann ich das gleiche analog dem vom 1 einstellen. Hier habe ich einfach nur ein Pan-Follow, das heißt nur der Pan-Follow, die untere Achse hier wird stabilisiert, der Rest bleibt gerade. Und beim M3, da habe ich hier der 3D-Roll 360 Grad. Das sieht jetzt etwas komisch aus, aber wenn ich hier das drehe, ich blende euch hier mal ein Video ein, das ich mit dieser Funktion aufgenommen habe.
wechsle ich wieder hier auf 1. So. So viel zu den User-Profilen. Diese kann ich einfach nur hier über die Handy-App einstellen. Und wir schauen uns nochmals an, was hier noch sonst so am Gimbal dran ist. Ich habe hier dem Gimbal die Möglichkeit, hier vorne zu laden über USB-C. Ein USB-C auf USB-Ladekabel ist im Set mit dabei, leider kein Ladegerät. Ich habe den Gimbal hier aufgeladen mit meinem USB-C-Ladegerät von meinem MacBook mit dem USB-C-Kabel. Das hat zügig und schnell hier funktioniert und stellt eigentlich kein Problem dar, weil ich dieses Ladekabel sowieso immer mit habe. Hier drin habe ich noch die Statuseinstellungen. Hier kann ich den Motor pausieren, den Selfie-Modus deaktivieren, damit nicht plötzlich der Selfie-Modus hier, wenn ich dreimal klicke, eingeschaltet werden kann. Ansonsten komme ich zum Fazit zu diesem Gimbal. Mir gefällt das Gerät, es ist leicht und easy zu bedienen. Auch vom Gewicht her habe ich das Gefühl, es ist bedeutend leichter als der DJI Ronin S. Nachteil, die 2 Kilo Zuladung, also wenn ich da eine große Kamera und noch ein riesen Objektiv drauf montiere, kommt das Gerät bereits an seine Grenze, aber für so eine spiegellose Kamera wie die Sony 6300, 400, 500 etc. mit diesem APS-C Objektiv, denke ich, ist das eine gute Lösung. Auf der DJI Seite findet ihr alle möglichen Kamerakombinationen, die hier auf dem Gimbal drauf passen, drin. Soweit das Fazit zu diesem Ronin SC Gimbal. Wenn ihr Ideen habt, was ich mit dem Teil hier noch anstellen könnte, oder wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Ronin SC, postet sie mir doch unten in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, seid kreativ und vergesst nicht, hier oben meinen Kanal zu abonnieren, dann sehen wir uns sicher wieder in einer Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!